Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Faunus. Gleichzeitig ist dieser Kanal auch der YouTube-Kanal der CB-Funkstation Sonic 75. Ich bin als CB-Funker aktiv und möchte dir heute einen Tipp zeigen, eine kleine Anleitung geben, wie du die Reichweite beim Senden und aber auch den Empfang steigern kannst bei so einem Handfunkgerät mit einem sogenannten Gegengewicht oder Schleppradial. Und das kann man mit ganz wenig Mitteln sehr günstig selber herstellen. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Im CB-Funk gibt es nebst Mobilstationen auch Handfunkgeräte für den portablen Betrieb. Heimstationen findet man heute eher selten bei den Geräten. Früher gab es das noch. Heute geht es aber mal um Handfunkgeräte. Das ist hier das Lafayette Urano CB-Handfunkgerät. Es gibt baugleiche Geräte von diesem Typ. Hier habe ich die originale kurze Wendelantenne drauf, wie man sie auch beim Kauf mitgeliefert bekommt. Oder hier dieses Gerät President Randy 3, ein sehr gut ausgestattetes Handfunkgerät, hier mit einer langen Highflex-Antenne, die doch einiges länger ist als die entsprechende kurze Gummiwendelantenne des Lafayette Urano. Ja, wenn man so eine längere Antenne auf das Handfunkgerät schraubt, dann kann man doch die Reichweite noch erhöhen. Man hat auch einen besseren Empfang. Aber es gibt auch hier noch Optimierungspotenzial und das zeige ich euch, indem man hier die Masse erhöht, indem man hier ein Gegengewicht oder ein Schleppradial, ein Schleppdraht eigentlich anhängt, um die Masse zu erhöhen. Denn normalerweise braucht eine Antenne ein Gegengewicht und dieses Gegengewicht kann das Gerät aufgrund der kleinen Abmessungen und wenig Metall schlecht liefern. Über die Hand wird auch vom Körper noch etwas Gegengewicht gebildet, aber das ist noch nicht das Optimum und dazu ergänzen wir jetzt dieses Setting hier, dieses Gerät mit der Antenne. Ich kann das aber auch bei dem machen, mit einem sogenannten Schleppdraht, und ich zeige dir jetzt, wie du den ganz einfach und kostengünstig herstellen kannst. Hier ist das Material, welches du brauchst, um an dein Handfunkgerät ein Schleppradial, ich nenne das Ding jetzt einfach mal so, man liest das überall, es ist wie gesagt ein ansteckbares Gegengewicht, das die Masse erhöht. Dazu brauchst du folgende Gegenstände. Hier haben wir Drahtlitze, das ist jetzt von einem Lautsprecherkabel. Der Drahtquerschnitt sollte nicht zu dünn sein. Ich werde hier dann einblenden, welchen Kabelquerschnitt hier dieses Kupferkabel hat. Kupferkabel sind am besten. Die Länge dieses Drahtes, da wird ein bisschen hin und her diskutiert. Braucht es jetzt Viertelwellenlänge? Ich nehme immer gern so die Viertelwelle von der Lambda, also von 11 Meter, das wären etwa 2,70 Meter. Es muss aber nicht unbedingt genau diese Länge sein. Dann, was ganz wichtig ist hier, ist so eine Werkzeugklammer, heißt das bei mir. Dann eine Möglichkeit ist hier so ein Ringkabelschuh. Den habe ich hier schon mal befestigt. Man kann den löten oder crimpen und habe dann noch mit Schrumpfschlauch das Ganze etwas schön verkleidet und noch gefestigt. Dann eine kleine Schraube. Das ist jetzt bei mir. Bei dieser Werkzeugklemme haben wir ein Loch mit etwa 3 mm Durchmesser. Das ist eine Dreierschraube M3, Länge 8 mm und hier eine entsprechende Flügelmutter. Man kann das Ganze auch ohne diese Schrauben machen, ohne den Ringschuh, wenn man das Kabel, die Litze hier direkt durchfädelt, hier um die Klammer dann umwickelt oder festlötet, kann man es also auch ohne Schraube machen. Das ist schon alles, was du brauchst für dieses Gegengewicht. Das kriegt man normalerweise im Baumarkt und ich denke, das kostet
alles in allem, vielleicht hast du noch etwas Litze sowieso da, dann diese Kleinteile, das kosten dich vielleicht 1-2 Euro oder Franken, also das ist absolut preisgünstig. So, wie stellst du das jetzt also her? Wie gesagt, du nimmst die Lautsprecherlitze, das Kabel und ja, befestigst hier, wie gesagt, diesen Ringkabelschuh. Wie gesagt, man kann es auch anders machen, krimpen oder löten. Ich hoffe, dass die Kamera stellt das einigermaßen scharf hier, jawohl. Und das ist beim Kabel eigentlich schon alles. Dann nimmst du hier die Werkzeugklammer, die hat übrigens einen Durchmesser hier von, ja, das sind etwa, ich sag mal so 12 mm ist der Durchmesser hier, 12 mm. Und dann steckst du die Schraube, die M3-Schraube da von hinten rein, das ist manchmal etwas frickelig, bis man da die Öffnung findet und die reinstecken kann. So, probiere ich das mal. So, genau, das braucht manchmal ein bisschen Fingerspitzengefühl, bis sie da drin ist. Dann nimmst du diesen Ringkabelschuh, steckst den hier drauf und dann wird nur noch die Flügelmutter befestigt, angeschraubt und festgezogen. So, das hat den Vorteil, du kannst es jederzeit auch wieder lösen und für was anderes brauchen. So, ich ziehe das jetzt mal an, dass das gut hält. Man kann natürlich auch eine normale Mutter nehmen, es muss nicht unbedingt eine Flügelmutter sein. Das geht auch. So, bis das mal schön satt sitzt, dass auch hier gut Kontakt hat. Das reicht jetzt mal zum Demonstrationszwecken. Jetzt zeige ich dir, wie du das ganz einfach am Funkgerät befestigen kannst, weil da gibt es auch immer wieder Diskussionen. Man liest viel im Forum, wo greife ich denn jetzt quasi auf die Masse zu? Und das kann man hier ganz einfach machen, indem man hier das Gerät nimmt und das einfach auf der Seite, hier, wo die Antenne angeschraubt ist, zack, einklickt. Und schon ist das dran und das hält auch. Und wenn man es nicht mehr braucht, zack, wieder weg. Und ja, das ist erledigt. Also das kann man hier wirklich sehr gut sehen. Zack. Dann sollte man das Kabel möglichst abrollen, wenn es geht. Man kann das einfach mittragen, mitschleppen. Wenn man geht, muss dann aufpassen, dass man nicht drüber stolpert. Und ja, wenn man natürlich sowieso steht, ist das kein Problem. Das geht natürlich auch hier. Hier habe ich die Lafayette Urano mit der kurzen Antenne. Kann man natürlich genau gleich machen. Hier die Werkzeugklemme nehmen. Zack, anklipsen oder auch nach hinten wegführen. Da müsste man jetzt mit dem Ringkabelschuh etwas noch in eine andere Richtung gehen. Aber so geht das eigentlich. Und ich habe auch meine PTT-Taste noch gut zugänglich und das greift dann hier schön auf diese Masse von der Antenne zu, erhöht die Masse und man merkt also wirklich eine deutliche Steigerung. Ich habe bei Tests schon gemerkt, das macht also wirklich eine bis zwei Signalstufen aus im Senden, aber auch im Empfangen. Also der Empfang wird auch grundsätzlich besser. Und das Senden 1 bis 2 S-Stufen gewinnst du also hier mit so einem Schleppdraht, wenn du ihn nicht mehr brauchst, zack, wieder wegnehmen und das Gerät ist wieder so einsatzbereit. Ja, das war's mit meiner kurzen Anleitung, wie du den Empfang und die Sendereichweite bei deinem Handfunkgerät erhöhen kannst mit einem Schleppradial, mit einem erweiterten Gegengewicht. Ich hoffe, meine kleine Anleitung hat dir gefallen. Ich freue mich sehr über deine Kommentare und Erfahrungsberichte. Daumen nach oben freut mich auch. Und wenn du noch nicht Abonnent von meinem Kanal bist, dann wird mich natürlich ein Abo sehr freuen. 73 von der Sonic 75, Hotel Echo 9 Sierra Oscar November. 73, alles Gute und bis bald. Tschüss, bye bye.